Hello, Ethan. Who are you? What is going on? Calm yourself. My name is Malcolm Van Horn. I was a great friend of your father's. Yes, I remember you a long time ago, but why are you here now? Last night? Well, I was nearby. An unfortunate scene. You did your best, but it could not be helped. The detectives? They're dead. Shot with your weapon. And you will be blamed for their deaths. Ridiculous. I'll just tell them. What? Tell them the truth? They have already decided the truth. This is insane. I can't just give up the Bureau. It's already been taken from you. Now join me and help yourself. Open up, it's the police. Damn. Take your bag and head across to the metro station. I will meet you later. Agent Thomas, you know you're in there. Open up now. Ethan, you must trust me. I am here to help. Now go! Okay. I'm sorry, officer. You woke me from sleep. No, I don't know where Mr. Thomas is. Der Van Horn, der kommt im zweiten Teil vor, so viel darf ich schon mal verraten. Von daher kenne ich ihn schon ein wenig. Okay, gut, wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Okay, Schaufel benutzen. Warum brauchen wir eine Schaufel, um den kaputt zu machen? Was ist das denn? Wir brauchen eine Schaufel. Da vorne ist eine Schaufel. Schön, das freut mich natürlich. Okay, ich komm. Nee, okay, ich dachte schon, ich könnte das direkt aufmachen. Wollte ich erstmal nicht haben. Ich schätze mal, ich muss da hin, deswegen gucke ich mich erstmal ein bisschen um. Vielleicht irgendwo noch was Interessantes für mich sein könnte. Verdammt. Ja, mit den Vögeln, die mich jetzt verpasst haben, muss ich mir noch überlegen, ob ich das tatsächlich mache. Aber ich denke mir, wieso eigentlich nicht? Mir macht das Spiel Spaß. Wo kann ich dann offscreen noch ein bisschen üben hier, gerade das Blocken und so. Und am Ende weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass ich mich dann noch ein bisschen umgucken kann. So. Okay. Ja gut, dann müssen wir tatsächlich da rein. Ist hier sonst noch irgendwas, was interessant für uns wäre? Nein, okay. Gut. Ah, okay, zum Durchtrennen der Leitung, ich verstehe. Ah, können wir alles Mögliche nehmen, oder? Irgendwas Spitzes hier, ein Messer oder so. Och nein, ist da jetzt irgendwas auf Zeit? Muss ich über die Gleise? Ich hoffe mal nicht, ey. Ich will mich erstmal hier nochmal umgucken. In der U-Bahn fällt mir jetzt gerade mal so auf. Es sind doch nur Junkies unterwegs. Oh mein Gott. Na gut. Na gut. Wenn es denn sein muss. Hier muss doch irgendwas sein. Hallo? Hier muss doch irgendwas sein. Das kann doch nicht... Achso, das ist nur ein Rohr. Okay. Oh Mann, ich war jetzt so der festen Überzeugung, dass hier was ist hinter der Treppe, aber... Leider nicht. Leider nicht. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Ich warte eigentlich nur auf den ersten Junkie, der angesprungen kommt. Wie ist die Schaufel eigentlich so von den Werten her? Na gut, okay. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie die Axt und die der Vorschlaghammer. Okay. Kranker Typ. Okay. Nicht vergessen, nutzen Sie die weißen Pfeile, um das Beweisstück zu finden. Okay, so. Knips! Receiving image data. You're a lucky man, Thomas. I'm still here. Thank God. I thought they would have suspended my lab access. They still might. It hasn't occurred to them yet. I didn't kill those guys. I know, Thomas. Well, I'm not certain what I do or don't know, but I'm pretty sure I still trust you. And that goes a long way. Understood. So, what about the photos? Well, no standing on ceremony then. Huh. It's a picture of you, Thomas. In your apartment. I remember that hideous sofa from last year's Christmas party.
to have been taken from across the alley. From within the metro station? It appears so. I'm also seeing smudges across the face of the photo. Locate a good sample and transmit it to me. Okay. Da, was stand da jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Finden Sie eine gute Quelle der Zusammensetzung, die auf dem Foto entdeckt wurde. Eine gute Quelle der Zusammensetzung. Was will der jetzt von mir? Ich weiß leider nicht, was er von mir will. Okay. Moment, jetzt mal Licht ausmachen. Ich verstehe es nicht so ganz, was der jetzt von mir will, um echt zu sein. Nein, ist okay, ist okay. Ich würde es nicht gern ausmachen. Okay, Beweisspuren finden. Ah, okay. Boah, es sind so fette Ratten in dem Spiel, ne? Unfassbar. Okay. Feuer drücken, um mit. Okay. War es eine gute Probe? Okay, analyzing chemical composition. Color photo developer fluid. Common among shutterbugs who develop their own color shots. Safer to develop your own. No record at the photo mats. So wait, these photos were processed here, somewhere within the station. That would be my guess. Okay. Raum finden. Brecheisen benutzen, okay. Ah, okay, gut, da kommt wahrscheinlich gleich einer mit Brecheisen angerannt. Zumindest hoffe ich das einfach mal. Boom! Nehmen wir jetzt mal 3. Oh, das ging ja eigentlich. So, nehmen wir das Brecheisen auf. Das war gerade übrigens der Taser, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkannt habt. Wo kam der denn angesprungen? Hier rüber, oder was? Respekt. Ganz schön mutig eigentlich. Wie ich mal so sagen darf, weil das sind ja eigentlich nur Gleise. So, okay. Was ist das da unten? Dieses kleine glänzende Etwas. Keine Ahnung. Egal, egal. So. Benutze es! Und öffnen. Hat das Brecheisen was drauf? Ich weiß es nicht. Schaufel, okay. Aber mehr erreichen und weniger Geschwindigkeit. Das ist so ein bisschen wie Half-Life, ne? Okay, wir haben also einen Stalker. Das ist eigentlich schon mal sehr interessant zu wissen. Okay, ich sehe ja schon Filmdöschen, glaube ich. Ach, soll ich noch einen Speicherpunkt spielen? Ich weiß es nicht. Also hier scheint auf jeden Fall gleich was abzugehen. Ja, komm, einen Speicherpunkt spiele ich noch. Leere... Sind das Filmdosen oder sind das... Das sieht eher aus wie so Schrauben, Riesenmuttern oder sonst irgendwas. Da steht einer, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Da steht einer, okay. Ich hoffe nur, es ist der Einzige. Komm her. Komm her! So geht das, du Penner! Oh, fuck! Und tschüss! Oh Mann, du bist doch ein Sackgesicht. Und tschüss. Oh, meine Güte, ey. Heidewitzka. Der hat auf jeden Fall schon ein bisschen mehr ausgehalten. Was ist das? Mhm. Hast du hier zufällig tote Vögel in deinem Entwicklungsraum? Ist das überhaupt der Entwicklungsraum? Kann ich überhaupt was finden? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es wirklich nicht. So ein Radar wäre ja ganz cool, so wie bei Alien, so ein... Ah, okay. So ein Bewegungsmelder. Sicherungskasten, okay. Das muss der Raum sein, den ich suche, oder? Oh, eine Pistole, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viel Munition habe ich? 3 Schuss nur, oh mein Gott, ist das so. Na gut, okay. Muss ich mich mit anfreuen. Kann man die aufmachen? Nein. Okay. Ja gut, falls ich nochmal einen Nutzgegenstand brauche, wie ein Brecheisen oder so, dann finde ich das garantiert nochmal. Beziehungsweise ich weiß da, wo ich theoretisch eins finde. Ich glaube, hier kam ich her, oder? Ja, sieht für mich so aus, ja. Oder? Ich gucke mich halt nochmal um. Ist das ein Fetisch für Werkzeuge oder so? Sonst hängen da immer nackte Weiber. Aha, aha, aha. War eine super Entscheidung, hier nochmal hinzugehen. Weil ich glaube, ich kam nämlich doch nicht her. Oder vielleicht doch. Teilweise, keine Ahnung. Aber den umgefallenen Schrank kann ich mich eigentlich nicht erinnern.
Na gut, wenn ich ein paar Vögel finde, bringt mir eigentlich so gut wie gar nichts. Okay, aber hier war ich, glaube ich, schon mal. Ja, genau. Kam ich von hier, glaube ich. So, gut. Hoch oder hier durch? Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht, okay. Schließfächer. Nein, geh auf, Schließfach! Nicht wieder zugehen, die Türen! Auf! Da ist aber nichts drin, okay. Und da ist auch nichts drin und da glaube ich auch nicht, okay. Gut. Was steht da? Ich kann es leider nicht lesen, verdammt! User's Guide, Technical Information, okay. Nichts Interessantes. Das ist kein Labor hier. Erste Hilfekasten, na, brauche ich eigentlich noch nicht. Den lasse ich erstmal weg. Ja, hier durch die Tür konnte ich jetzt nicht, ne? Nee, okay. Gut, dann gehen wir hoch. Da gibt es ja eh keine andere Wahl. Oh, da oben ist wieder ein bisschen Licht. Oh mein Gott, danke schön. Na, will ich noch nicht rein. Oder? Ja, komm. Guck, was da drin ist. Ach, scheiße. Fuck. Ich gehe noch nicht rein. Nein, ich könnte vergessen. Was ist das? Ich dachte, das ist irgendwie was Gasiges, aber ich sehe da jetzt kein Entflammbar-Schild oder sonst irgendwas. Deswegen war ich schon fast dafür, da drauf zu schießen, aber nee, nee, ich darf meine Munition hier nicht verschwenden. Manager. Ach so. Das war über die Wand. Das ist auch die andere Seite oder was von dem Ort? Das wollte ich ja nicht haben. Noch nicht, zumindest nicht, solange ich Munition habe. Fuck, fuck. Wo ist der Arsch? Ich habe doch was gehört, Mann! Ach, das war der Stuhl, glaube ich, nur. Na gut, okay. Da! Okay. Ja, okay. Das war eine doppelte... Ey, jetzt ruf ich doch jetzt hier doch nicht an! Das ist Thomas. But I am innocent. I know that. You must prove that. One more thing. You have a special talent, a gift that very few of us have. We haven't time to discuss this fully, but trust your instincts. Rely on them. I must go now. Remain alert. Okay, gut. Ich schätze mal, die Instinkte sind immer diese Visionen, die ich habe, wenn ich an einem... Ja, oder wenn ich in der Nähe von Beweisen bin. Ich sehe dann immer kurzzeitig, dass da irgendwo was passiert ist. Wie komme ich in den Raum? Okay, wahrscheinlich durch diese Tür. Da ist bestimmt jemand drin. Okay. Puh. Noch ist ja eigentlich, also dieses Level ist bisher noch ganz nett. Was ich auch durchaus okay finde. Moment, wir machen mal kurz das hier auf. Da fresse ich doch mal so ein Teil. Alter, was bist du? Scheiße. Okay. Ich hab echt Schiss, dass der Wichser. Ich hätte die Tür zumachen sollen. Der kommt gleich so angelaufen, ne, der Arsch. So. Ey, fuck, Mann! Das war voll gruselig! Das war das ein Mensch? Ich hab's nicht gesehen. Das sah etwas deformiert. Hier ist ja definitiv Magie im Spiel, wenn ich mir die Akten so angucke. Okay, verschieben. Was will ich denn mit dem Brecheisen hier, Mann? Ich will jetzt kein Brecheisen. Oh, Mann. Ich will irgendwie Zauberflöte oder sonst irgendwas. Okay, ich sehe gerade, hier fliegt noch mehr durch die Gegend. Das ist definitiv ein merkwürdiger Ort. Okay, der Wichser, ey. Ich kann den drei Kugeln in den Kopf jagen. Ich hoffe, das reicht. Boah, ich will da nicht raus. Ah! Fuck you! Alter! Was bist du, Junge? Was bist du? Ich konnte es mir jetzt leider nicht angucken. Huh! Weg mit dir. Okay, ich nehme jetzt noch das Brecheisen. Ich habe leider meine drei... meine drei Munition habe ich dafür verschwendet. Gut, machen wir wieder einen auf Half-Life.
böses Mistviech, ey. So ein Arschloch, ne? Mein Gott. Alter, wie krank! Was leckt denn hier die Scheibe ab oder was soll das gewesen sein? Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir jetzt am besten vorgehen. Genau, ich würde sagen mit dem Schnitt, weil ich wollte bis zum nächsten Speicherpunkt spielen. Ich hoffe mal, ich merke mir, dass ich hier noch gar nichts erforscht habe hier oben. Ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich werde mal das Spiel nochmal separat speichern. Einfach mal vorsichtshalber. So, okay. Ja, wobei, nee, ich möchte gerne einen Namen eingeben. Das ist wichtig. Ja, ist okay. Chukchui! So, habe ich die Feststelltaste aktiviert? Oh, tatsächlich. Dann Chukchui! Halt, von mir ist auch so, ist mir egal. Gut, Freunde, ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Ich habe echt saumäßig Spaß an dem Spiel. Ich würde auch lieben gern weiter aufnehmen. Nur leider haben wir schon 7:30 und ich muss ja schon bald wieder schlafen gehen. Und das ist doof. Und ich muss vorher noch duschen gehen und blacks. Alles doof. Seid arbeitslos, dann habt ihr genug Zeit zum Zocken. Nein, Scherz. Geld verdient ist auch wichtig und Steuern zahlt und so. Ne gut, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe mal, das Spiel gefällt euch. Also ich habe echt eine ganze Menge Spaß daran, wie bereits erwähnt. Ich finde es auch richtig geil. Ich bin auch echt gespannt, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, also das Spiel, das jagt meinen Puls schon teilweise in die Höhe. Wie gerade eben zum Beispiel. Ich wusste nicht, wo der Arsch ist. Ich wusste nur, dass er da ist. Glücklicherweise hatte ich eine Knarre in der Hand. Das war ja das Gute. Ohne Knarre hätte ich eventuell sterben können. Aber naja, was soll's. Gut, ich würde dann sagen, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.